Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um dieses Buch, ein Psychothriller von 2016, den ich kürzlich über Medimops bestellt habe. Einfach weil ich über eine amerikanische TikTokerin auf diese Autorin gestoßen bin. Ich habe bereits Bücher von der Autorin mal gesehen, aber ganz ehrlich, hätte ich dieses Cover so irgendwo stehen sehen, hätte es mich nicht angesprochen. Weder von den Farben noch vom Cover her hätte mich das jetzt irgendwie so angesprochen, dass ich gedacht hätte, wow, das sieht spannend aus, das will ich lesen. Es geht um Manchmal lüge ich von Alice Feeney. Das ist ihr Debütroman und auch mein erster Roman der Autorin. Ja, es ist ein Psychothriller und es geht um Amber. Amber Reynolds wird ins Krankenhaus eingeliefert nach einem Verkehrsunfall und liegt nun im Koma. Die Autorin beschreibt das sehr gut. Amber liegt zwar in diesem Bett und kann sich nicht bewegen und natürlich auch nicht sehen, weil ihre Augen geschlossen sind, aber sie bekommt alles mit, was um sie herum passiert, was mit ihr gemacht wird, was geredet wird. Sie kann Gerüche wahrnehmen und auch Leute anhand dieser Gerüche auseinanderhalten. Also sie nimmt schon sehr viel wahr. Wir als Leser wollen natürlich jetzt wissen, was ist passiert, wie kam es zu dem Verkehrsunfall, und das sind auch Ambers Fragen, denn sie weiß es nicht, sie kann sich nicht erinnern, was passiert ist. Sie weiß nur, es steht hinten drauf, erstens, dass sie im Koma liegt, zweitens, dass ihr Mann sie nicht mehr liebt und drittens, dass sie manchmal lügt. Gut, was soll man damit jetzt anfangen mit dieser Info? Man muss sich auf die Geschichte natürlich einlassen. Wir haben Passagen, die spielen im Jetzt, die behandeln, wer zum Beispiel kommt zu Besuch. Paul, ihr Ehemann, Claire und also Claire ist ihre Schwester. Die beiden sind regelmäßig täglich da und an ihrer Seite. Wir erfahren, was kurz vor Weihnachten alles passiert ist, um die Zusammenhänge zu verstehen, warum sie zum Beispiel behauptet, dass Paul sie nicht mehr lieben würde. Welche Verdachtsmomente es da gibt und so weiter und so fort, wie die Beziehung zu ihrer Schwester ist und welche Leute sie drumherum noch so kennengelernt hat. Auch die Sache mit ihrem Job wird näher beschrieben. Sie arbeitet als Radiomoderatorin, früher war sie beim Fernsehen. Wie dieser Job sie beeinflusst und welche Kollegen da sind, die sie vielleicht auch nicht mag und all das spielt irgendwie mit rein. Und des Weiteren gibt es Tagebucheinträge von der Familie, also von ihr, ihrer Schwester als Kinder. Und ja, man kommt dem Ganzen ja erst am Ende auf die Schliche. Man weiß natürlich nicht so richtig, wohin es einen führt. Ich habe mich komplett in die Irre führen lassen. Ich war sehr überrascht am Ende. Ich hätte nie gedacht, dass das, was tatsächlich dann die Wahrheit war, das gewesen ist. Also ich wäre da nie im Leben drauf gekommen. Ich war komplett irgendwie auf einer Fährte richtig, aber die andere, den anderen Twist habe ich einfach nicht kommen sehen. Das Buch hat mich überrascht. Es war wahnsinnig gut geschrieben, es war wahnsinnig spannend. Man wusste nicht so richtig, ob man der Protagonistin selbst trauen kann, ob sie sich auch selbst trauen kann. Den Effekt hatte ich ja schon bei Stacey Willingham, von der ich zwei Bücher gelesen hatte. Und so war es ja auch, dass man sich gedacht hat, naja, die Protagonistin selbst hat aber auch ziemlich komische Sachen gemacht in ihrem Leben und komische Ansichten. Und die hat auch irgendwie ein Ding an der Klatsche, versteht ihr, was ich meine? Aber letztendlich gibt es halt alles nochmal, also Wahnsinn, ich kann halt nicht sagen, um euch nichts zu verraten, aber ich bin so froh, dass ich der Autorin eine Chance gegeben habe und werde natürlich auch weitere Bücher der Autorin lesen und euch wissen lassen, wie ich es fand. Ich habe mir ja vorgenommen, mir Bücher rauszusuchen, die nicht immer nur Neuerscheinungen sind, sondern eben auch mal älteren Büchern vom Sub oder einfach älteren Erscheinungen eine Chance zu geben. Und ich glaube, wenn dieses Buch neu aufgelegt werden würde, mit einem zeitgemäßeren Cover, ansprechenderem Cover, würden viele Leute das lesen und wären tierisch begeistert. Also das wäre auf jeden Fall sowas, wo ich sagen würde, das müsste man nochmal neu rausbringen.
Das Ganze ist so gut, dass es sogar verfilmt wurde mit Sarah Michelle Gellar in der Hauptrolle. Leider habe ich nirgendwo rausfinden können, wo man diese Serie sehen kann. Sometimes I Lie, gleich nach dem gleichnamigen englischen Titel natürlich. Und ja, das hier ist 2017 erschienen. Im Januar 2018, also nicht 16, sondern 18, dann bei uns in Deutschland. Also es ist für mich gar nicht so lange her, aber für den Buchmarkt ist es natürlich, ne, way too long. Also, dass das jetzt noch irgendwo in den Regalen zu finden ist, da müsst ihr wahrscheinlich schon in eine kleine Buchhandlung gehen und wirklich, ja, einfach passionierte Buchhändler haben, die die Bücher kennen und auch nach Bedürfnissen beraten und nicht nur nach dem, was gerade neu ist. Und ja, deswegen habt ihr ja mich hier und ich sag euch, dieses Buch ist grandios, ich fand es richtig gut und ich habe jetzt von ihr noch Glaube mir da und werde das demnächst auch lesen. Ich bin sehr gespannt, worum es hier geht. Es soll höllisch raffiniert, wunderbar düster und wendungsreich sein. Und das ist es auch. Also, was ihr hier im Krankenhaus passiert. Also, und dieser Mann aus ihrer Vergangenheit. Einfach nur, es hat mich beim Lesen geschüttelt. Ich war fassungslos. Und ich liebe es, wie ihr ja wisst. Egal, welche Emotion ein Buch in mir hervorruft. Ob ich heulen muss, lachen muss. Ob ich ungläubig bin, ob ich angeekelt bin. Wenn ein Autor das schafft, dann ist es für mich ein gutes Buch, wenn er mich das fühlen lässt und auch mitfühlen lässt mit den Charakteren. Und sie ist so wehrlos in diesem Bett und liegt da und kann sich nicht äußern und möchte aber so gerne. Und man kann das ja so nachempfinden, ne? Wenn man und sprachlich ist dieses Buch, boah, Leute, ich habe mir leider keine Klebchen oder irgendwas reingemacht. Bei dem Buch wäre es echt mal nötig gewesen. Es gab Passagen, die waren so gut geschrieben. Also, das grenzt schon an das Poesie, ja, in einem Thriller. Aber wirklich so gut sprachlich. Ganz tolles Buch. Ich kann es euch nur empfehlen. Wenn ihr das Buch kennt, weitere Empfehlungen für mich habt, die so ähnlich sind wie dieses Buch. Saving Grace von B.A. Paris habe ich schon gelesen. Allerdings von der Autorin keine anderen Bücher oder von dem Autor. Ich weiß gar nicht, in deinem Weiblein. Ich glaube, ich habe aber auch nur Saving Grace. Ja, ein anderes Buch habe ich nicht im Regal stehen. Aber sowas in der Art mag ich total gerne. Könnt ihr mir gerne immer Tipps da lassen. Und ja, ich gucke jetzt mal. Ich mache noch so ein paar Reihenvorstellungen, denke ich mal, von Lucy Score. Und werde auch demnächst Firefly Creek und die Whale Island Reihe mal vorstellen. Das möchte ich machen. Für die Subleichen habe ich momentan nicht so die Kapazitäten, aber vielleicht im Februar. Und Bücherregalvideo. Ich bin gerade am Überlegen, groß auszusortieren, weil ich nicht mehr so viel Platz habe. Und ob ich dann, also Bücher, die ich behalten habe, bei der großen Aussortieraktion, als ich meine Bücherregale gebaut habe, oder seit die aufgebaut habe, aber ja, ich muss mal gucken. Also wenn ihr noch Videowünsche habt, gerne immer in die Kommentare schreiben. Ich habe mir ganz viel auf Instagram notiert, aber könnt ihr natürlich hier jederzeit auch. Wenn ihr sagt, hey, ich würde mal gerne wissen, wie fandest du das und das Buch? Oder hey, hast du die und die Reihe gelesen? Kannst du was dazu sagen? Oder ich würde mir dies und das Video wünschen von dir. Es wurde sich auch ein Frage-Antworten-Video gewünscht. Wenn ihr das wollt, kann ich da gerne mal ein kurzes Video hochladen, wo ihr dann unten in den Kommentaren Fragen stellen könnt. Wenn da überhaupt Interesse ist, lasst es mich gerne wissen. Ansonsten sehen wir uns in meinem nächsten Video. Bis dann, ciao!